Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wieder mit Kaylin, die auf diesem Hallo. Bild zu sehen ist. Und ja, wir haben jetzt mal die 8 Dinger zusammengefarmt. Ich glaube, es waren 8, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube auch. Ich höre, glaube ich, schon wieder jemanden piepsen. So, und da du jetzt die Quest gestartet hast, müssen wir halt mal gucken. Ich folge dir einfach mal unauffällig. Wow, ich habe mich hier gerade festgepackt. Oh, jetzt ging's weiter. Ach, aufpassen, ne? Da geht's ziemlich weit runter. Ja. Autschi. So, das ist jetzt tatsächlich ein relativ langer Marschweg. Mhm. Autschi. Na dann. So, aber. Wie heißt es? Wandern ist des Müllers Lust. Genau. So. Eventuell können wir auch ein paar Orte abgrasen. Das wäre halt auch noch eine Idee, genau. So, du hast eine Markierung gesetzt, wo wir hin müssen. Ja, genau. Ja. Ich glaube, ja, Fallbase Main wäre, glaube ich, fast schneller gewesen von dem Riss aus. Aber ist ja egal. So viel macht es ja nicht aus. Er hat sich nämlich umgedreht. Oh, warte mal. The General Steakhouse könnten wir hin, dann wären wir bei weitem näher. Jetzt. Die Frage ist, wo der jetzt halt wieder. Ja, gut, machen wir. Das ist relativ öst. Mhm. Nordöstlich dann. Ja. Boah, das Ding ist echt schnell. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt da gespawnt sind, ist es halt schon wieder wo ganz anders. Nee, es fliegt schon einen Weg, den man auf der Karte verfolgen kann. Ah ja, okay. Also halt, die Markierung von dem Ding ist halt, aber der macht halt ein bisschen Lenker und so auch. Die Map. Genau. Hier müssen wir hin. Hier ist irgendwas Dickes. Ich laufe da jetzt einfach schnurstracks durch. Ja, ja. Ich dachte, das Ding fliegt vielleicht ein bisschen langsamer. Nö, hol dich. Sehe ich schon irgendwas? Nee, nicht wirklich. Nee, das ist noch ein kleines Stück. Aber wir hören was. Ein Vertibird zumindest schon mal. Ja, da oben. Sind sogar zwei ineinander bei mir. Immer mir halt. Sind sie. Och, sind tatsächlich. Jetzt haben sie sich getrennt. Reiß mir mal ganz schnell nach. Wo bist denn du jetzt hin? Da. Über die Freundesliste einfach, geht am schnellsten. Ich glaube, bis wir jetzt da gespawnt sind, ist der halt auch schon wieder über alle Berge. Oder hast du ihn gerade erledigt? Nee, noch nicht. Eieieiei. Warte mal, können wir den hier nicht anfordern? War da nicht mal was? Ja, das ist halt irgendein anderer Abwurf, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt hört auf, mich anzugreifen. Ich habe mich sogar geheilt, sehe ich gerade. Weil ich mich mit den Ghoulen so lange aufhalte. Wo bist du denn jetzt? Als ob das Ding jetzt schon wieder so weit weg ist. Was ist denn das? Der fliegt halt jetzt Richtung Norden. Der ist jetzt gerade hier. Hier ungefähr.
machen. Ja, ich glaube, Schnellreisen ist halt nicht. Wir müssen ja, immer noch hinterher rennen. Ja, kommen wir aber nicht. Das, der läuft viel schneller als wir. Fliegt viel schneller als wir laufen können. Ich kann ja mal vermuten, in welche Richtung das irgendwann mal ablenken wird. Ich glaube, dass der einige Punkte anfliegt. Ja, ja, wahrscheinlich. Na gut, bei Patrouille hätte man halt schon mal denken können, dass die sich bewegt. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell ist. So, jetzt ist er genau bei meinem Wegpunkt. Fliegst du gerade weiter? Scheint, als würde er gerade weiterfliegen. Also Richtung Barclay Springs gerade. Ja, dann gehen wir einfach mal dahin und gucken dann mal. Hört sich nach einem Plan an, den ich unterstützen werde. Aber auch interessant, dass das jetzt irgendwie für jeden individuell ist, mehr oder weniger. Aber gut, ja. Wahrscheinlich war das dann auch von Anfang an so geplant. Oh, ich höre Rotan. Er ist über uns. Da ist er. Vertigot. Ah ja. Bleib hier. Wo ist er? Siehst du ihn? Sind wir da hinten rüber geflogen? Ah. Weil du bist der mit dem Questmarker. Er fliegt gerade über uns. Hier ist er. Er ist gerade Richtung Osten. Kommandoeinheit. Da ist was, okay. Genau. Hier sind halt echt viele Bäume. Ja, voll. Das ist eine richtig schlechte Position gerade. Wo ist er jetzt? Bist du gerade hier lang geflogen? Einheit, ich sehe halt nichts. Er ist Richtung Norden. Ist abgedreht. Jetzt ist er wieder bei mir. Jetzt ist er über unsere Köpfe wieder. Spawnt er wieder neu? Jetzt ist er Norden wieder. Da kommt er. Der kreist hier gerade rum. Ja, ja. Man landet aber, glaube ich, mit drauf, oder? Ja. Ist schon mal gut. Hallo Chloe, lange nicht mehr gesehen. Ist aber auch wieder aus den Augen verloren. Ja, er war gerade hier bei mir. Wo bist du denn, Biovin? Er ist von Süden. Ich dürfte jetzt nicht von Süden kommen. Boah, das Ding ist aber echt flink, ne? So, du bist ein Spieler. Ich hab gerade, ist hier ein Ghoul mit einem Arm auf einmal? Jetzt dürfte er zu dir kommen. Okay. Er ist Richtung Westen. Hm?
komm. Der ist im Südosten. Alter, das ist ja echt einfach nur eine Fuchsjagd. Ja. Er ist Südwesten. Ja, ich guck mal, ich glaube, ich werde die Quest mir selber holen. Das da bringt irgendwie nicht so wirklich. Ich sehe den halt absolut nicht. Ich sehe ihn auch nur hier die ganze Zeit rumfliegen. Oder siehst du ihn gar nicht? Ich sehe halt überhaupt nichts. Warte, Moment. Ja, sonst holen sie dir einfach schnell. Ja. Ach, da oben ist er, okay. Wie viel hat denn der noch? Der hat noch relativ viel tatsächlich. Den kannst du halt auch nicht anvisieren. So, anwatzen. Nicht wirklich. Ja, weil das ist dann halt auch 30% oder so um den Dreh. Ich hab's tatsächlich bisher noch nicht hingekriegt, den überhaupt mal in Watts rein, in Watts reinzukriegen. Ah, er ist Westen, ja genau. Okay, er bewegt, also. Er hat schon die Hälfte. Wäre halt gut, wenn man nur wenigstens nur ein bisschen abschießen müsste, nicht so viel. Das ist das Schiff, das die Hälfte hat. Ah, wow, stimmt. Aber ich habe ihn jetzt zumindest schon mal zweimal getroffen, das war schon mal nicht verkehrt. Na, komm mal her. Okay, ich mache dem keinen Schaden. Ah, ich sag ihn aber mal als. Vielleicht können wir auch die Greifer abschießen, so. Weißt du, in Hoffnung. Ich gebe meine ganze sauer verdiente Sniper-Munition wieder dafür drauf. Eieieiei. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich auch nicht, tatsächlich. Das ist halt aber auch Endgame-Content, ne? Ja, aber das ist ja nicht schwierig, das ist halt einfach nur langwierig. Ja, das ist das Problem. Ich wollte es nicht verteidigen. Ja. So, jetzt ist er. Da hinten ist er. Nordosten. Raucht gerade so ein bisschen. Ja, tatsächlich tut er das. Ich habe schon einen Greifer weggeschossen. Wir haben uns schon einen Greifer weggeschossen. Das ist so scheiße. Weil jetzt bei der knappen Munition ist halt jeder Schuss, der daneben geht, doppelt ärgerlich. Ja, voll. Mann, natürlich hat der letzte Schuss nicht mehr getroffen, ne? Oh, meine Herren! Aber da ich jetzt wieder Schleichbonus habe, könnte das helfen. Ja. Zumindest ein bisschen mehr. Das heißt, ein bisschen mehr, doppelt so viel Schaden. Ja, wo ist er denn, der Gute? Ah, vom Westen. Ah, der rotiert gerade da drüben. Ja, natürlich da, wo man nicht treffen kann. Beziehungsweise da, wo man gar nicht ist. Ah, da hinten sehe ich ihn. Ja, er kommt wieder Richtung
Ja, okay, der rotiert überall hin, wo, aber nicht da, wo wir gerade sind. Vielleicht nochmal hier ein bisschen in die Mitte. Wann fliegen die jetzt weg? Die fliegen jetzt einfach weg, oder was? Ja. Tja, dann hinterher. Warte, warte. Blöd, wenn der sich jetzt regenerieren würde. Ja. Ah, jetzt braucht der schon wieder trinken. Ich lauf schon mal. Ja, ja. Jetzt fliegt der nach unten wieder. Ist ja im Osten wieder, beim Süden. Da hinten ist er. Ja, der müsste jetzt genau über dir sein. Ja, ich habe auch einmal treffen können. Ich auch. Ach Gott, du nervst! Ich brauche hier überhaupt keiner gerade. Genau, geh doch bitte genau jetzt, wo ich mal Schuss Zeit hätte zu schießen. Das Haus. Wir haben aber, denke ich mal, demnächst. Glaube ich auch. Halleluja. Gute Nacht. Ich lande jetzt irgendwo, wo wir nicht hinkommen. Alter, wag es ja nicht. Doch, er landet hier. So, dann mache ich mal auf den Weg. Ich wollte gerade sagen. Ah ja, das sieht doch mal ganz gut aus. Nicht. Allah! Das war ja mal krass. Nicht autorisierter Zugriff auf gesicherten Transportcontainer. Starte Selbstzerstörungscountdown im Rahmen des Dropkick-Protokolls. Detonation in 5 Minuten. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, 5 Minuten, das passt. Ja, lol! So, sehr schön, haben wir das. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt bei Mama Dolche reinkommen damit. Ja, klar. Gute Idee. Auf zur Mama. Mama. Die Bigidip. Mama. Ah, ich habe unsere Honigbiene. Ja, ich habe unseren, was ist das? Nellikaster. Ach, das war, glaube ich, unser erstes, oder? Ja, oder eins der ersten. Ich glaube, das erste war das mit dem verbackten Ghoul. Nee, ja, ich meine jetzt das erste. Das erste Viech, ja. Genau. An alle Responder, hier spricht Sunshine. Stahlherz ist vollgeladen und einsatzbereit. Aktiviert ihn, wenn ihr in Morgentown seid, damit er sich um die Alarme in den Vorratsräumen kümmern kann. Sorgt dafür, dass er nicht zu stark beschädigt ja. wird. Ich habe so schon genug Reparaturen am Hals. So, jetzt bin ich mal gespannt, ne? Ne, ich habe immer noch keine ID-Card. Oder hast du sie vielleicht? Oh, dankeschön. Ne. Okay. Hey. Tja. Kriegt man die nur her? Ja, würde ich sagen, gehen wir nochmal zu Silo Bravo und gucken, ob wir das jetzt abschießen können. Das finde ich gut.
Mal gucken, ob ich Bravo auf der Map finde. Da ist Charlie, da ist Alpha. In der Nähe. Da ist. Ah. So, jetzt geht's aber. Mal gucken, wo das überhaupt war, weil ich es einfach nicht gefunden habe. Ja, jetzt habe ich den Drugs-Bildschirm. Halt mit den Würfeln. Mhm. Ja, der Todeskralle. Man erinnert sich einfach an Sachen zurück, so, ja, ja. Die nicht, so nicht mehr so lange damals her sind, aber. Was denn? Es ist halt. Es sind Erinnerungen. Wahrscheinlich haben wir bei der Bamba Dolce halt einfach nur die Sachen für den Abwurf gefunden. Dem könnte es sein. Ach, wieso sind hier jetzt schon wieder zu? Müssen wir das tatsächlich alles nochmal machen? Oh. Ich glaube ja. Da können wir einfach direkt öffnen schon, das wäre eh. Ist ja vorteilhaft. Finde einen Weg dann vorbei. Wahrscheinlich wieder mit der ID-Card. Ja, ja. Genau. Ich habe eine tatsächlich. Ja, ID-Card habe ich auch. Nicht identifiziert. So, löschen. Als ob die Waffe so langsam ist. Ah, stimmt. So. Warum habe ich hier keine Stimpads drinnen? Dann zerlegt es gleich. Achtung, rechts von dir sind noch voll viele. So. Eieieiei. Ja, genau, hier war das mit dem biometrischen Scanner. Nee, der ist wieder raus. Ja, aber es war doch irgendwo bei so einer Krankenstation. Mhm. Stufe 1, hier, bei dir. Ziemlich cool, solche Animationen, aber es nervt mich, dass ich es nochmal machen muss. So, hier. Okay. Müssen wir denn noch was machen? Ich muss halt die Karte erstmal löschen. Ich habe die gelöscht. Ja, und dann hier am Terminal hin. Rechtsmäßige Anwendung tödlicher Gewalt. Komm. 6 XP. Okay, warum konnte ich das jetzt nicht? Okay, warte. Geh du schon mal weiter. Ja.
Wo war das jetzt mit dem Löschen? Hier, die ist hier direkt an dem Terminal. Wo du das auch eingibst. Da ist neben dran der Kartenleser, da musst du die erst durchziehen. Okay, das habe ich eigentlich gemacht. Da. So, warte mal. Ich Idiot, hab keine biometrische hergestellt. Ja. Wo geht's jetzt weiter? Wo ist jetzt hier der Laser aufgegangen? Das war auch irgendwo beim Eingang, oder? Das war bei den zwei Terminals direkt davor. Ah ja, okay, ja. Ja, ich wurde bereits gescannt. Kann ich das jetzt machen? Ja. Achso. Okay, es wurde schon gewährt. Dann komm ich. Okay. Ich habe keine Stimpaks mehr. So ein verdammter Dreck. Och man, ey, wieso ist denn dieser... Ja gut, ich meine klar, wir sind selber schuld, wir hätten halt da nicht reingehen sollen, bevor wir die Sachen haben. Ja, das stimmt. Ich kann mich aber nicht... Nein. Nee, ich mich hat's komplett zerlegt. Eieieiei. So, warte mal. Ja, theoretisch können wir es ja eh nicht mehr lang. Dann machen wir jetzt hier einfach mal kurz einen Schnitt. Dann erledigen wir die Sachen gerade mal offscreen. Weil, genau. Wie gesagt, kennt man ja alle schon. Und dann gucken wir, ob das überhaupt funktioniert. Oder ob wir noch irgendwie was anderes vorher machen müssen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Genau, bis gleich. So, hat leider nicht mehr geklappt. Wie gesagt, das mit den ganzen Kugeln und was da alles noch... Na gut, du weißt nicht, die ganzen Protektions, die da unten rumgelaufen sind. Gerade die Aggressortons. Waren dann leider doch nicht so einfach zu erledigen. Von daher lassen wir es erstmal sein. Ja, und da morgen die Sachen zurückgesetzt werden, also für uns morgen, werden wir wahrscheinlich auch die ganzen Boots nochmal einsammeln dürfen. Tja, leider keine erfolgreiche Folge heute. Müssen wir halt jetzt einiges zwischendrin nochmal machen. Aber ja, so langsam, wie gesagt, am Ende wird mir das Spiel einfach viel zu grindig. Ich bin tatsächlich langsam froh, wenn es vorbei ist. Naja, mal gucken, wie viele Folgen das noch werden. Bis dahin, danke fürs Reinschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hab im Moment gerade doch sehr viel Frust, was das hier alles angeht. Und von daher lassen wir es eben auch für heute sein. Macht's gut, Dankeschön und ciao, ciao.